Die im Schuljahr 2014-2015 in Oberösterreich gestartete und damit österreichweit einzigartige Schulform der technisch-naturwissenschaftlichen neuen Mittelschule wird weiter ausgebaut. Zu den bereits neun Standorten kommen im nächsten Jahr vier weitere dazu. Aufgrund der Struktur unserer Wirtschaft und Industrie brauchen wir dringend Nachwuchs in den technischen Berufen. Und es gibt auch viel Interesse bei den jungen Leuten. Und diese beiden Pole wollen wir zusammenbringen, indem wir in der Ausbildung, eben in der neuen Mittelschule, hier Schwerpunkte setzen. Ziel ist, dass wir für den großen Technikerbedarf, den wir quer durchs Land haben in unseren Firmen, dass wir auch möglichst viel gut ausgebildete junge Leute anbieten können, die sagen, das ist genau mein Beruf, wo ich hin möchte. Ja, wir haben zwei Bereiche in diesem System der Technikförderung. Wir haben einerseits die technisch-naturwissenschaftliche neue Mittelschule. Dort werden die Schulen unterstützt mit Ressourcen vom Land Oberösterreich, sodass die Schüler zusätzlich zum Unterricht wöchentlich pro Gruppe 3 Stunden aus dem Bereich Technik-Naturwissenschaften unterrichtet werden. Zweitens werden künftig flächendeckend an den übrigen neuen Mittelschulen spezielle Talentförderkurse im Bereich Technik-Naturwissenschaften angeboten. So soll auch wirklich kein Talent verloren gehen. Vertraut man den Prognosen der Wirtschaftsforscher und Arbeitsmarktspezialisten, dann werden Techniker künftig noch mehr gefragt sein als jetzt schon. Die technisch-naturwissenschaftliche Neue Mittelschule soll Schüler für diesen Bereich motivieren und begeistern. Wir haben Schwerpunktschulen, die sehr erfolgreich sind, zum Beispiel im Sport. Und das sollte uns gelingen, dass wir diese Schwerpunkte auch im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich anbieten. Ich glaube, es gibt genug Schüler und Schülerinnen, die hier Interesse haben und hier in Richtung Beruf schon eine Perspektive entwickeln können. Die neue Mittelschule ist die Unterstufe der berufsbildenden höheren Schulen und damit ist es genau dort richtig, das Angebot zu setzen.